Also wir hatten Lust auf Linien, zu denen wir einen starken Bezug als Ensemble haben. Einerseits ist der Bezug natürlich zu Gerald Eckardt da, der uns dirigiert und auch oft Cello spielt und von dem wir natürlich auch als Komponist viele Werke kennen und gespielt und uraufgeführt haben. Und über Gerald Eckardt haben wir natürlich auch einen engen Bezug zu Nikolaus Aruba, seinem ehemaligen Lehrer an der Folkwang-Uni in Essen, der wiederum bei Nono Schüler war. Und ja, so kam die eine Linie zustande. Und dann hatten wir eben zu Stefan Streich den Kontakt, der bei Lachenmann studiert hat. Und Lachenmann selbst war ja auch wiederum Schüler von Nono. Und so haben sich diese beiden Stränge dann rausgebildet. Was wir interessant fanden, dass Herr Hong wiederum in Korea studiert hat bei Byung-Mo Lee, der wiederum in Essen an der Folkwang-Uni bei Nikolaus Ahuber war. Und da hat sich dieser Strang nochmal fortgesetzt, obwohl das jetzt gar nicht beabsichtigt war. Ja. Thank you.
Thank you.
Gerald Eckert, Komponist und heute eigentlich alles. Das hatte ich noch nie. Also es gab immer wieder mal entweder oder, aber dass ich dirigiert habe, die Elektronik gemacht habe und Cello gespielt, das war eine Premiere. Ich habe von Nikolaus sehr viel gelernt, zweifelsohne, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Stück also schon meins ist. Also es ist, ja, es ist jetzt nicht in der Tradition von irgendwas. Also gerade dieses Stück, wo ich wirklich sehr, sehr viel ausprobiert habe, auch am Cello selbst, die Möglichkeiten, also jetzt vor allen Dingen akkordische Möglichkeiten in der vertikalen Struktur und das dann kombiniert habe mit mehr Klängen in der Flöte und mehr Klängen in der Klarinette. Also das ist uns sehr eigen, also glaube ich, auch die harmonische Sprache. Jetzt bei den Stücken hat man aber auch bei dem Stück von Nono gehört, also die Art in Prozessen zu denken oder aber auch in Blöcken, da gibt es schon Ähnlichkeiten. Also wenn man das möchte, kann man da schon Ähnlichkeiten finden oder zumindest weniger Ähnlichkeiten, aber die Herkunft, also merkt man schon.
Thank you.